Die Geschichte der Habsburger beginnt in der Habichtsburg im schweizerischen Aargau. Im frühen Mittelalter sind die Habsburger einfache Grafen. Der Durchbruch an die Spitze der Macht erfolgt 1273. Nach dem Ende der Stauferherrschaft wird zum ersten Mal ein Habsburger zum König des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Rudolf I. Aus einem einfachen Grafen ist der führende Herrscher im Reich geworden. Damit ist die Basis für den glanzvollen Aufstieg der Habsburger zur europäischen Großmacht gelegt. Rudolf I. gelingt es auch, die Herzogtümer Österreich und Steiermark zu erobern, die fortan zum Erbland der Habsburger werden. Knapp 100 Jahre später wird in der Goldenen Bulle der Kreis von Kurfürsten festgeschrieben, die von nun an den Kaiser wählen dürfen. Die Habsburger sind nicht dabei. Ein Affront für den 19-jährigen Herzog Rudolf IV. Er ersinnt eine List. Er lässt eine der dreistesten Fälschungen des Mittelalters herstellen. Die Urkunde befindet sich heute noch im Haus- und Hofarchiv in Wien. Das Privilegium Maius. Damit verleiht er sich kurzerhand die Rangerhöhung, die ihm verwehrt wurde. Die Habsburger sind nicht in der Goldenen Bulle genannt, das heißt, sie hatten nicht das Recht, den König zu wählen. Rudolf IV. War eine sehr selbstbewusste Herrscherpersönlichkeit. Für ihn war das offensichtlich nicht vorstellbar, dass er nicht in diesen erlauchten Kreis aufgenommen wurde. Das Privilegium Maius soll die herausragende Stellung der Habsburger seit der Antike bestätigen. Außerdem beinhaltet es umfassende Rechte wie die Befreiung von Abgaben und den neu geschaffenen Titel Pfalz-Erzherzog.